Ein bisschen Overkill, ich weiß. Ach nee, Stärke, Angriff. Ich glaube, ich hätte dann doch lieber den Optimierer drinne. Ja, das passt. Ach, stimmt ja, die Typen. Das ist witzig, dass man nicht so vergisst, was hier noch so für Gegnertypen waren. Irgendwo hier ist eine Truhe. Allerdings ist auch da drüben irgendwie noch was. Jetzt nicht alles. Oh, Currypulver. Also irgendwo hier könnte noch was sein. Aha, sehr schön. Mania. Ist keine Wand zum kaputt machen. Ja, doch, so langsam heik raus, wie man das macht. Das ist wieder so ein komisches Bäckerbild. Currygericht, hey. Jetzt können wir hoffentlich das Zeug herstellen. Also abgesehen davon, wie kommen wir jetzt hier wieder weg am besten? Hier drüben ist immer noch ein Raum, in dem wir nicht waren, weil wir uns noch nicht so umdrehen konnten. Kann man auch mal direkt abklappern, wenn wir schon mal bei so einem Punkt sind. Jetzt allerdings erstmal hier wieder rüber. Nein, nein, nein. Ihr macht das ja schon. Naja, nicht getroffen. So, dann speichern wir mal schnell. So, jetzt hoch und dann da zum Teleportraum. Okay, das ist sehr praktisch, dass die Fledermäuse jetzt einfach sterben, wenn sie an mich ranrennen. Oder fliegen, glaube ich, in dem Fall eher. Nee, das sieht mir so aus. Das war ein ordentlicher Critical Hit. Oh. Halt, stopp. Sieht hier irgendwie verdächtig aus. Nee, ist aber nix. Ach Mensch, das war ja schon relativ weit gekommen heute hier. Bin ich ja sehr froh. Und im Augenblick bin ich noch nicht in der Stimmung, dass ich sagen würde, okay, den Stream relativ bald beenden. Eigentlich könnte das hier noch eine Weile weitergehen. Bin dem nicht abgeneigt. Oh, der hat sich verdoppelt. Oh. Dann habe ich nur, dass ich mit den Viechern tierische Probleme hatte, weil die so viel Schaden gemacht haben. Ja, doch, das ist schon deutlich bemerkbar, dass man besser wird im Spiel. Beziehungsweise, dass die Zahlen, die man da hochschraubt durch Ausrüstung, doch einen guten Unterschied machen. Ihr braucht euch nicht für das Fleisch. Okay, einfach gegen die Frösche rennen und die töten kann ich auch nicht. Hier ist immer noch das Klavier, wo ich nicht weiß, ob das noch irgendeinen Sinn hat später. Würde ich gerne hier drüben hin. Da noch ein Raum war.
Ah, die überleben das ja. Naja. So, ehemaliger Bossraum. Hey, da haben wir unseren Giftnebel, glaube ich. Giftiger Sturm, fast. Damals 10er-Ausrüstung. Okay, das war jetzt Zufall. Bin dem aber nicht abgeneigt. Ich muss eigentlich sagen, die Statue da hinten ist mal super creepy. Okay, noch so ein Tastenkürzel, die ich sowieso nicht benutze. Nett, und noch ein Level up hinterher von der Katze, das ist aber nett. Ups. So, dann haben wir das hier fertig. Hm, ich glaube, ich gehe mal zur Base zurück. Und guck da wegen dem Currygericht, ob wir jetzt das für die alte Dame herstellen können. Und dann gehen wir zu Todd Howard und gucken da hinten ein bisschen uns um. Wir haben ja immer noch die neue Frisur, die wir mal ausprobieren können, obwohl ich nach wie vor nicht glaube, dass man die großartig sehen wird mit dem Hut. Außer sie hat plötzlich irgendwie Haare bis zum Arsch. Was ich allerdings bezweifle. It's good to see you. So, what'll it be? So, können Currysoße. Na, sehr schön. I'll go with this. Great. Ach, wir haben. Wo haben wir denn das Fleisch her? Okay, wenn ich mir nochmal eine Soße mache, kann ich gleich zwei Gerichte herstellen. Dann kann ich für mich selber auch nochmal so ein Curry essen. Das haut nämlich die Max-TP um 30 hoch, was nicht wenig ist. Ne, um 40 so, ja. Meeresfrüchte-Curry ist ja noch besser. I'll go with this. Okay, aber erstmal das hier. Ich hoffe, das war jetzt auch das Richtige. Nee, warte nicht. Sie wollte das haben. Das wäre ja beinahe schief eher. Great. Na gut, dann haben wir halt ein anderes Gerät als sie. Shit, müssen wir nochmal gucken. Okay, sie wollte das haben. Jetzt hier oben. Doch Curry und Reis und nicht Schweine. Naja, was soll's. That's it. How did you know? Oh, oh, it's delicious. Save some for me? I feel a little better. You're welcome. Ach ja, eine Bartaxt haben wir jetzt. Is there anything else? Yes, I'll help you figure it. Meine Güte, wie machst du denn hier die alte Dame? Sie möchte gerne ein Gericht, das gelb eingepackt und schwer zubereitet ist. Schwer zuzubereiten ist. Okay. I suppose I'll stick around and wait a little. Will das sein? Gelb eingepackt und schwer zuzubereiten. Ah. Gucken wir mal hier drüben. Ich wollte eh gucken, was wir jetzt mit dem Damastzeug machen können. Haben wir irgendetwas, das so aus? Sieht nicht so aus. Nö. So, Damast. Degenbrecher. Okay. Blut.
Gang. Ja, wenn die Schuhe nur nicht alle so niedrigen Angriff hätten. Aber wir sind ja auch schon wieder bei der 8-Bit-Münze. Todesbringer. Blutschleifer. Spielzeugschuhe. Essingstiefel. Und den hatten wir schon mal. Haben wir auch immer noch. Parierdolch. Ach, der haut die Verteidigung hoch, sehe ich gerade. Okay. Aber ist ja trotz allem. Und du machst mehr Damage. Was bist denn du? Du bist eine Keule. Brauch einen Eisring dafür. Aber ich habe mich jetzt so an diesen Arc von dem Ding gewöhnt, was ich gerade habe, von dem Schwert hier. Dass ich glaube, wenn ich nicht eine Waffe finde, die deutlich besser ist, erstmal dabei bleibe. Okay, ich glaube, von der Richtung aus gucken ist albern. Wir könnten eine Kristallrüstung bauen, die unglaublich schlecht ist im Vergleich zu dem, was wir haben. Seidenkleid, Schuppenrüstung. Ich guck mal gerade, hier wäre was für Damast. Duellantenschutz, okay. Das sind echt eine ganze Menge mehr Ausrüstungsdinger hierbei, als ich erwartet hätte. Wir können Scherben herstellen. Wir brauchen einen Claymore. Brauchen wir einen Claymore? Ne, brauchen wir nicht. Wir haben eine andere Dings drin, die ganz okay ist. Ein haltbarer Lumpen wäre nett, dann könnten wir uns Häschenohren bauen. Aber ich mir jetzt so angucke, ist hier jetzt nichts mit bei, was besser ist als der Hut, den wir gerade tragen. Also lassen wir das mal. Munition nach wie vor benutze ich das Zeug eigentlich gar nicht so unbedingt. Waffenfluchkugeln, Schildfluchkugeln, Giftmunition. Oder die viel Genfer Konvention, oder wie das Ding heißt, hat da einiges dagegen. Dampfstiefel. Holy shit. Na gut. Stop back off. Ja, 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 mach ich. Wir gucken dann jetzt mal nach. Oh, Hirn. Ist eingefroren. Wir gucken nach Heiltränken. What are you looking to buy? Is this rock? Thank you. Thank you. So, das, was die da oben haben wollte zum Beerdigen oder Begraben als Symbol, das haben wir noch nicht. Wissen wir von. Gegnertypen, da ist eine Truhe, die wir nicht gesammelt haben, da ist eine Truhe, ist egal, egal. Das ist der letzte Bossraum. Okay, wir wissen nicht, wo noch Gegner sind. Was wir noch rauskriegen müssen, ist, wie wir hier die eiserne Jungfrau kaputt kriegen. Bin ja fast gewillt, mal einfach direkt hinzulaufen und zu gucken, ob wir hier in dem Gebiet irgendwo was finden, jetzt wo wir den Raum einfach umdrehen können. Cool, Schaden hat sie trotzdem mal gemacht. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir gehen zu Todd Howard, aber da ist mir halt gerade was anderes eingefallen, was man machen kann. Außerdem kriegen wir denn jetzt diesen coolen Blick hier gleich nochmal, wenn wir um das Schloss rumrennen. Oder zum Schloss hin, den Eingang da. Also das hier jetzt muss ich gleich so 3D-mäßig rumdreht. Ich immer noch der Meinung bin, hier hätte schon Musik anfangen können. Und der Himmel halt super trippy ist. So. Okay.
Sachbeschädigung nur durch Vorbeilaufen. So, was haben wir denn auf der Ecke hier? Das ist nichts, was ich dafür mitnehmen kann. Also ich brauche so ein Stein-Ding irgendwie, um das in die eiserne Jungfrau reinzustellen. Denn das ist nach wie vor ein sehr seltsamer, unnötiger Raum. Warum sind denn da so eine Statue rum? Da haben wir ja gerade ordentlich was angerichtet. Okay, die kann ich nicht greifen. Ist auf der Seite irgendwas zum Landen? Auch nicht. Wir können hier nichts greifen. Sehr, sehr seltsam. Achso, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal da oben gucken. Das passt ja. Aber diese Rüstung ist Gold wert. Also irgendwo hier oben. Machen wir schon mal eine Truhe. Kennen wir das hier schon? Vermute mal ja. Ja. Gold. Huch. Und hier drüben geht es interessanterweise noch mal weiter. Oh, hi. Au. Meine Güte, komm hier runter. Dann machen wir das halt so. Was ist denn hier für ein Raum? Ein düster Schädel und Kapazität hoch. Fleischgerichtsrezept, sehr schön. Naja, hat sich doch irgendwie gelohnt. Da oben kommen wir nach wie vor nicht weiter, weil ich halt nicht weiß, wo so ein Stein herkriegen soll. Aber wir können hier lang abkürzen, wenn wir da hingehen. Um einen da zu erforschen oder erkunden. Und zum anderen, um zu Kotowa zu kommen. Falscher Knopf. So. Erst zu Howard? Ja, erst zu Howard. Ach, die Typen.
Erinnere mich, die waren ätzend, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Mittlerweile auch eher uninteressant. So, wir gehen trotzdem erstmal die Frisur abholen. Ach, hier sind wir auch noch nie drin gewesen. Kein Ding. Aha, irgendein Knüppel, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mehr Kapazität. Okay. Sehr gut, haben wir wieder was eingesammelt, was wir vorher noch nicht hatten. Tut mir ja fast leid, die Katze. Ja, gut, ich will da rupfspringen. Da muss er halt weg. Nummer 4 ist neu. Okay. Fascinating. Hey, er hat wieder aufgelevelt. Also 1, 2, 3. Die ist, glaube ich, neu. Hier wäre cool, wenn da jetzt der Name von der Frisur mit beistehen würde. Aber es ist uns nicht vergönnt, rauszukriegen, welche das nun genau ist. Ah, oh, Double Kill. Nice. Holy shit. Das war mal ein Haufen Damage. Eieiei. So, dann schauen wir doch mal, was hier so auf uns wartet. Da oben ist nochmal ein neues Gebiet. Hör auf. Ist ja cool. Allerdings kommen wir da nicht von hier aus hin. Wiederum weniger cool ist. Muss also wahrscheinlich dann von hier aus irgendwie darüber gehen. Kann ich mir gerade nicht anders erklären. Glocke läutet nicht. Okay, hier haben wir also alles. Das heißt jetzt hier auf halber Höhe. Oh, jetzt läutet's. Hier mal schauen. Da müssten wir allerdings aufs Dach für rauf. Wie kommen wir denn da jetzt aufs Dach hinauf? Da ist doch nochmal Leben. Ah. Ah. Aha. Hey, der silberne Ritter ist dann jetzt Stufe 3. Sehr schön. Wir sind nicht mehr weit weg von 1000 Leben. Das hat jetzt gerade die Rüstung hier entdeckt für mich. Übrigens. Die macht also auch an Geheimwänden und so Kram Schaden. So, hier müssen wir nichts weiter oben erkunden. Hier drüben nochmal. Aber hier ist laut Map eh nichts oben. Hier wollen wir nochmal hoch. Inverse.
Sehr feine Ausrüstung. Guck an. Und 2000 Jahre. Okay, cool. Die versteinern mich trotzdem. Meine Rüstung macht nicht genug Schaden. Au. Das wäre nicht unbedingt au, aber. So, nächster Raum ist da drüben. Schlüssel. Ach Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich den gebraucht habe. Oh. Okay, wir haben irgendeinen Shortcut geöffnet und einen Schlüssel. Ach, ich glaube, ich weiß. Ja, doch, hier habe ich schon mal gestanden und mich gewundert, wo es hier weitergehen soll. Beziehungsweise wie man hier oben hinkommt. Das ist dann wohl ein gelöstes Rätsel. Ach, nicht da rein. Hier rüber, Miriam. Oh. Ey, der silberne Ritter nochmal. Okay, cool. Hier drüben ist noch was und dann geht es hier hinten noch weiter. Hier geht es hier oben weiter. Aber ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie ich da hinkomme. Oder wie ich hier an der eisernen Jungfrau vorbeikommen soll. Aber ich werde auf jeden Fall mal kurz speichern. Ja. So, was sagt denn das Zeiteisen? Okay. Also ich werde jetzt nicht aufhören, aber ich werde mal noch mal ein kleines Päuschen machen. Ich glaube, es ist wieder anderthalb Stunden rum.